Bei der EM letztes Jahr in Glasgow hast du ja zum allerersten Mal die Bronzemedaille gewonnen. Wie bist du eigentlich überhaupt damals zum Schwimmen gekommen? Zum Schwimmen gekommen bin ich über meine Schwester. Das war damals Geburtstag meiner Mutter. Die hatte Schwimmwettkampf im Oktober gehabt. Ich bin ja ursprünglich Volleyballer und Fußballer, deswegen war mir Schwimmen so ein bisschen fremd, war ein bisschen interessiert, was meine Schwester dann macht, natürlich als großer Bruder. War bei dem Wettkampf und hat mich dann schon sehr schnell fasziniert, wie die kleinen Kinder oder die jungen Mädchen und Jungs da um Zeiten kämpfen. Ist eine ehrliche Arbeit, würde ich sagen, deswegen hat mich dann das mehr gereizt, den Sport auszuüben, als dann Volleyball und Fußball. Ich war unzufrieden im System in Deutschland, habe wie gesagt bis zu meinem 21. Lebensjahr in Deutschland trainiert. Hieß es okay Amerika, mein Kumpel war drüben, hat mir so ein bisschen erzählt von dem System, war relativ schnell begeistert, einfach was die Chancen da drüben einen geben können. So kam der Kontakt zustande und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, das magst du einen Schritt mit meiner Freundin, ne? Geh mal rüber und probieren es, egal ob es das wird oder nicht, wir haben am Ende des Tages nach den 4 Jahren einen Uni-Abschluss. Man quasi verdient sich seine Note über das ganze Jahr, also über das ganze Semester mit Quizzes, Hausaufgaben, mehreren Examen, sodass man eigentlich dauernd animiert wird zu lernen. Das Gute ist, die Abstimmung Schule mit dem Sport war immer gegeben. Es hieß, okay, wir haben da immer da Training, redet mit unserem Academic Advisors, das sind quasi so Studienbegleiter, die sind fest eingestellt, die haben den Stundenplan, die wissen, welche Studiengänge oder Studienklassen wir noch nehmen müssen und können es dann genau abstimmen, zu sagen, okay, du kannst die Klasse nehmen, das passt mit deinem Trainingsrhythmus. Von daher war das eigentlich relativ einfach zu handeln. Man vertaucht das so ein bisschen ab in Amerika vom Radar natürlich, auch bei den nationalen Schwimmern hier in Deutschland. So nach dem Motto, so, wo ist der hin? Hat er vielleicht aufgehört? Nee, ich war die ganze Zeit weiter trainiert, wie gesagt, habe mich gesteigert, bin zurückgekommen. Keiner wusste so recht, ich bin vorher nie wirklich viel Brust geschwommen, also ey, da kann ich auf einmal Brust schwimmen. Ich glaube, so richtig das erste Mal aufgetaucht bin ich 2015, als ich rübergegangen bin. So richtig vorne mitgeschwommen habe ich 2016 bei der Olympia-Quali. Und natürlich schauen die dann so, hä, wo kommt der her, warum ist der auch immer so gut? Zu schulden war einfach das Training in Amerika, wo ich sagen kann, das hat mich einen Schritt weitergebracht. Ich habe seit, keine Ahnung wie viele Jahren, dafür gekämpft, dass ich bei der A-Nationalmannschaft ran darf. Wie gesagt, 2016 Olympia verpasst, 2017 WM verpasst und dann hat es endlich 2018 gereicht für die EM. Natürlich bin ich stolz, mein Land zu vertreten. Also ich habe das in Amerika auch so ein bisschen gelernt, so ein bisschen stolz in dem, was ich tue und das für mein Land zu tun. Das war so der Gedanke, okay, ich gehe jetzt hier an den Start. Zwar tue ich das auch für mich, aber in erster Linie vertrete ich Deutschland. Also am Ende des Tages heißt, was ich so ein bisschen gelernt habe, heißt, oh, die deutschen Schwimmer sind abgesoffen. Das heißt nie, Fabian Schwingenschlögl ist abgesoffen, sondern ich habe das dann für mein Land getan und ich tue das auch gerne. Also ich hoffe, dass ich das diesen Sommer auch tun darf und nächstes Jahr bei der Olympiade ebenfalls. Wie kannst du das genau managen, Sport und Arbeit und dann auch noch Leben mit Freunden? Ja, natürlich, das ist ein großes Engagement von der Firma natürlich auch. Ich bin Fertigungsplaner bei der Carco New Energy, die machen Solarwechselrichter. Ich übersehe da so ein paar Produktionsreihen, also Produktionstypen. Das ist ein 20-Stunden-Job. Also das ist nichts anderes, als wenn ich in die Uni gehen würde. Das gleiche Arbeitspensum, würde ich sagen. Das Gute ist, ich gehe in die Arbeit und wenn ich meine Arbeit getan habe, gehe ich nach Hause und bin damit fertig. In der Uni ist es ja teilweise so, man geht rein, macht sein Zeug, macht die Vorlesung, geht nach Hause, muss aber weiterlernen. Das Gute ist, ich muss das zum Glück nicht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich mein festes Gehalt. Also ich bin unabhängig von irgendwelchen Förderungen, von Sponsorengeldern, wenn es mal nicht läuft. Weil jeder Sportler hat mal ein schlechtes Jahr. Wir sind auch nur Menschen, wir sind keine Roboter. Da steckt so viel Energie und so viel Kraft in diesem Schwimmsport drin. Und man ist auch so verbissen im Training und will und macht alles dafür, dass es am Ende des Tages klappt. Und dann gehe ich in die Arbeit und bin eigentlich ein ganz anderer Mensch. Also man ist ein ganz anderer Mensch und sagt, okay, das sind meine Aufgaben, ich mache das. Und das bringt so ein bisschen Gleichgewicht ins Leben auch. Stell dir vor, du hast Feierabend, du gehst aus der Arbeit und läufst über die Straße und auf der anderen Straßenseite steht ein kleiner Junge. Der hat dich erkannt, der weiß, dass du der Fabian Schwingenschlögl bist und dass du Bronze gewonnen hast, hatte ich im Fernsehen gesehen. Und jetzt erzählt er dir, ja, er schwimmt für sein Leben gerne, aber er weiß auch, dass man vielleicht mit dem Schwimmen seinen Lebensunterhalt später mal nicht
verdienen kann. Was würdest du ihm auf den Weg mitgeben? Also, die Situation ist mir natürlich auch bewusst. Hätte ich die Wahl früher getroffen und ich hätte gesagt, ich mache das für Geld, hätte ich Fußball gewählt oder einen Wintersport. Da wo es mehr Geld im System drin ist. Aber ich tue das nicht, weil ich Geld damit verdienen will, das ist mir auch klar. Ich tue das, weil ich die Leidenschaft dafür habe und die Liebe. Und ich sage immer den Leuten, tut das, was euch Spaß macht. Zwingt euch nicht zu irgendwelchen Sachen, die eigentlich euch gar nicht gefallen. Also braucht mich auch nicht 9-mal in der Woche ins Wassertraining schleppen, damit ich sage, okay, ich mache das eigentlich nur des Geldes wegen, sondern ich mache das, weil ich es liebe. Und das ist, ich muss sagen, am Ende des Tages, ob ich Geld dafür bekomme oder nicht, das ist mir egal. Ich tue das, weil ich mein Limit austesten möchte und weil ich diese Passion dafür habe. Das ist am Ende des Tages das Wichtigste, dass man glücklich ist mit der Entscheidung, die man getroffen hat. Und wenn mich ein kleiner Junge so ansprechen würde, würde ich ihm genau das erzählen, zu sagen, tu das, was dir Spaß macht und tu nicht das, oder triff keine Entscheidung im frühen Alter, sagen, ich mache das jetzt nur, weil ich später mal als Fußballprofi Geld verdienen will. Das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Da wird man nicht glücklich im Leben, glaube ich. Die Guten. Hoffe, es schmeckt gut. Ja. Achtest du eigentlich stark wegen dem Schwimmen auf deine Ernährung, auch vor Wettkämpfen? Meine Ernährung ist quasi der Treibstoff des Sportlers. Also ja, wir achten schon drauf. Also es geht hauptsächlich darum, kein Fastfood zu essen, also die richtigen Lebensmittel zu essen. Es geht jetzt nicht darum, wir wollen nur Kohlenhydrate essen oder sonstige Sachen, sondern ausgewogen wie möglich. Wir haben eine Ernährungsberaterin, die uns ein bisschen aufklärt über ein paar Prinzipien. Ist natürlich von jeder Person unterschiedlich und auch abhängig, wie weit da Einstellungen getroffen werden müssen. Bei uns geht es hauptsächlich darum, dass wir eigentlich bereit sind für die nächste Einheit. Also, dass wir genug essen und bestimmte Prinzipien einhalten. Ja, kann man sagen. Kocht ihr dann zusammen oder kochst du alleine oder kocht die Nadine alleine? In unserer Zeitbelastung ist das eher so ein Teamwork. Das kommt immer drauf an. Also manchmal kocht sie Bolognese, weil sie es am besten kann. Dann koche ich mal was anderes. Also es ist so ein Hin und Her und wir versuchen uns auch da quasi zu helfen. Und wie lange seid ihr eigentlich schon zusammen? Habt ihr euch durchs Schwimmen kennengelernt? Wir sind schon zusammen seit 2000. 8 Jahre. Das sind 8 Jahre, ja. Und ein bisschen. Januar 2011. Ja, der Erste. Ja, quasi durchs Schwimmen kennengelernt. Ich bin damals ich war 15 und bin nach Nürnberg gezogen, aufs Internat, auch wegen Schwimmen. Und dann waren wir auf der gleichen Schule. Er war so 2 Stufen über mir. Ja. Und halt im gleichen Verein auch noch, also viele Gemeinsamkeiten da schon. Wann seid ihr dann nach Neckars umgezogen und warum seid ihr nach Neckars Ulm? Das war damals, ich glaube 2017, wir haben unsere 4 Jahre College Schwimmen in Amerika abgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Nach 4 Jahren nach 4 Jahren darf man im College Team nicht mehr weiter schwimmen, man darf noch zu Ende studieren, das ist alles da geregelt. Und dann war dann der Kontakt über meinen Freund, den Clemens Rapp. Der hat dann den Trainer, also den Christian Hirschmann, vorgestellt. Der hat mir so ein bisschen erzählt, was sein Projekt ist. Und dann haben wir überlegt, okay, vielleicht gebe ich dem eine Chance, bevor ich einfach aufhöre. Weil 2-mal Olympia verpasst, 2016 sehr knapp verpasst, will ich 2020 nochmal angreifen. Und dann war so, okay, will ich aufhören, da fehlt noch irgend sowas ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, warum nicht? Ich habe mir auch die Frage gestellt, okay, will ich weiter schwimmen? Ich hatte 2016 auch ganz knapp Olympia verpasst. Und bei mir ging es aber in eine andere Richtung. Ich habe gesagt, ja, ich höre auf. Und dann habe ich auch 8 Monate bin ich gar nicht geschwommen. Also ich habe eigentlich Karriere beendet, habe gesagt, okay, ich ziehe auch nach Neckars Ulm, weil für Fabi ist das gut. Und ich habe auch da mit dem Christian Hirschmann, der ist da Trainer, Manager, der hat so viele Bezeichnungen, kann man gar nicht in ein Wort fassen. Hat aber eben auch ein paar Firmen und hat dann gemeint, ja, dass er mir da auch helfen kann bei der Jobsuche. Und dann dachte ich, ja, okay, solange es der Süden von Deutschland ist, ist mir das eigentlich relativ egal, wo wir hingehen. Und wenn es für Fabi gut ist und für mich ja auch ganz gut aussieht, habe ich gesagt, ja, dann gehen wir dahin. Ja, das war ja der Schritt. Karriere plus Schwimmen. Ihr habt ja sehr oft Training. Stellt das auch in irgendeiner Art und Weise eine Belastung für eure Beziehung dar oder ist es eher ins Positive? Ja, es ist schon mal eine Belastung, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn wir sagen, okay,
wir wollen auch natürlich ein Leben haben, neben dem Sport. Also wir wollen sagen, wir wollen auch mal rausgehen, aber dann, wenn der eine wirklich kaputt ist, weil wir trainieren auch, wir sind ja nicht die gleichen Menschen. Also wenn wir trainieren, hat es einen anderen Effekt auf meinen Körper und auf ihren Körper. Es kann mal sein, dass ein Tag sie völlig am Ende ist und dann ich und dann, okay, jetzt gehen wir, wollen wir was essen gehen und sie so, nee, ich will eigentlich nicht raus, ich bin eigentlich so kaputt. Oder umgekehrt, also es ist bei mir meistens der Fall, dass ich dann sage, ich kann gar nicht mehr und sie sagt, lass doch irgendwie was machen gehen, keine Ahnung. Und ich so, okay. Und dann ist natürlich der andere mal nicht glücklich. Das ist so ein Hin und Her und zum Glück weiß die andere Person und der Partner, wie es einem selber geht, weil er durch die gleichen Phasen geht teilweise. Aber jetzt halt, ich meine, wir fahren so viel, wir kommen so viel rum, wir fahren dann ins Trainingslager zusammen, jetzt halt nächste Woche Donnerstag schon wieder, dann haben wir einen Wettkampf in Barcelona eventuell, dann Rom und dann einfach auch Wettkämpfe, Trainingslager, alles mögliche und das halt zusammen zu erleben, das ist halt auch richtig cool. Also so würde ich sagen. Aufregend, ja. Ihr verbringt ja dann quasi wirklich fast 24 Stunden am Tag miteinander, dann kennst du ja den Fabian sehr, sehr gut. Mit welchen drei Worten würdest du ihn denn beschreiben? Bin ich auch gespannt. Schwierige Frage. Eins wäre auf jeden Fall zielstrebig. Sag bloß nichts Falsches. Ja, also es sind ja so viele Adjektive, ja, die wir da jetzt, aber ich denke, ich gucke nur auf drei. Zielstrebig. Dann ist vielleicht so ein bisschen kitschig, aber liebevoll. Oder so süß. Also, aber das ist halt auch meine Meinung. Also ist ja jetzt vielleicht nicht jedem gegenüber, aber halt so für mich ist er sehr liebevoll. Und witzig. Ja. Ist er ein guter Witzemacher? Eigentlich eher die schlechten, die mich dann zum Lachen bringen. So Dad-Jokes kennst du vielleicht. Die große Sachen, ja. Ja. Dann würde ich sagen, wir Franken lassen es uns jetzt mal richtig schmecken, oder? Okay.